Yo, Freunde, was geht ab? Wir haben heute ein brandneues Format. Oh mein Gott, du hast den Ball hochgeworfen. Ein brandneues Format hier für euch. Vorstellung versus Realität auf dem Fußballplatz. Ihr wisst Bescheid, jeder kennt es, Freunde. Im Training klappt doch immer alles. Und dann, wenn ihr im Spiel seid und abliefern müsst, Hashtag Holzi-Niveau, dann klappt einfach gar nichts mehr. Deswegen, wir starten rein, oder? Jetzt, lass dein Like da. Let go! Trainer, was ist los? Ich muss auch mal loben. Danke, danke. Du machst das richtig gut. Du bist mein wichtigster Mann. Ach, Sie sind auch mein wichtigster Mann. Ist klar. Ohne dich werden wir am Sonntag nicht gewinnen. Du musst vorne die Tore machen und von außen die Flanken weg. Das machst du wunderbar. Ey, wenn einer jetzt kommen würde, PSG, wenn die kommen würden, sagen 500 Millionen, ich würde ablehnen. Das ist mein wichtigster Mann. Okay, mein allerwichtigster. Verstehst du mich? PSG würde ich schon, ja. Nein, würden wir nicht annehmen. Du bleibst hier. Sonntag. Wirst du auf jeden Fall spielen. Ich würde dich am liebsten auf 10 Positionen spielen lassen, aber ich kann dich nur einmal spielen lassen. Danke. Also, schlaf gut, mach dich fit. Sonntag ist super wichtig. Ja. Okay? Jetzt komm, ab, mal weiter, komm hier rein. Presse, Jungs, weiter, weiter, komm! Herr Trainer, was ist los? Warum sitzt die ganze Zeit nur auf der Bank? Was willst du denn überhaupt? Ich dachte, ich wäre der beste Spieler der Mannschaft. Beste? Musst du die Mannschaft zum Sieg führen? Was erzählst du? Ich hab schon in die zweite Mannschaft geschickt. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Komm, ab da. Keine Zeit für dich. Ich bin der Beste. Hau ab! Kommt, Jungs, weiter hier, kommt! Warum klappt denn jetzt nichts? Im Training hat alles geklappt. Jeder Übersteiger sitzt. Und jetzt hat er wieder das Spiel. Ganz andere Welt. Yo, Digga. Wow, yo, yo, yo. Was hast du denn da Schönes an? Was für ein schönes Trikot, Alter. Das ist ja noch besser als das alte. Mensch, das ist das neue Brotatoes-Trikot. Ich habe gehört, vielleicht passiert da auch die Tage was. Okay, ich habe gehört, die Leute sollten mal auf Insta vorbeischauen, weil da kündigen wir dann an, wenn was passiert. Auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall Maschallah. Aus, sieht nach einem stabilen Weihnachtsgeschenk aus. Das sollte sich jeder Fußballfan besorgen. Geil. Hau rein. Super. So, Jungs, ich bin wieder fit fürs Spiel nächste Woche. Da macht euch keine Sorgen. Ich hab die Bälle sicher. Freut mich hier. Erstmal den hier. Zack. Perfekt. Den erstmal mal. Komm, schieß mich warm. Torwarttraining, komm. Kein Problem. Oh, Jungs, heute Pokalspiel. Du bist fit, wir haben es gesehen. Ich halte den Kasten sauber. Einfach genauso wie im Training. Macht euch da keine Sorgen, wisst ihr? Ich mach das. Bei dir mach ich mir gar keine Sorgen. Deswegen noch einmal. Ich als Innenverteidigung rück dann auch nach vorne, oder? Alle nach vorne. Perfekt. Ich mach das alleine. Junge. Let's go, Anstoß. Jungs, den habe ich, keine Sorge. Nein! Jo. Oh. Wo ist der? Wo hab ich den gehalten? Junge, der Ball zum Tor, Mann.
allein. Wie ist denn das noch jedes Mal so gut? Das ist ja, das ist der Druck. Druck, Junge. Ich war 3 Tage nicht auf Toilette. Verletzt. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich glaube, ich muss im Sturm spielen, Jungs. Nicht der Heckenschützer. Das ist immer so weh. Ich habe meine Freistöße perfektioniert. Jetzt hau ich sie alle rein, Mann. Alter! Mann, nichts verschießt mit links! Mann, nichts verschießt, schieße ich! 90 Minuten, komm! Ich habe jetzt so viele Chancen verballert, jetzt mache ich das Tor. So, das waren unsere Vorstellungen versus Realitätarten, Leute. Diesmal fange ich den Ball, Freunde. Lasst direkt mal auf Ehren ein Like da, wenn ihr diese Situation auch kennt. Schreibt auch eure Situation in die Kommentare. Ich glaube, da gibt es noch einige. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, in der Fußball-WG. Lasst direkt mal ein Abo da. Oh mein Gott, Sonntag geht's wieder weiter. Fußball-WG, jeden Sonntag. Die große Vorbereitung aufs große, große Spiel. Für Deutschland! Rudi, warum? Warum, Rudi? Digga, ich krieg den nicht hoch, Alter. Digga, verkauf ich meine Leber, als dass es nicht abgeht. Der Tor wird keine Chance haben. Der wird wie in den Winkel gehen, wie im Training. Vielleicht jetzt ohne diesen Schlaftablettenmodus. Oh! Jetzt schieße ich meine Freistöße. Der Torwart wird keine Chance. Gib mir ein paar Bälle. Nächste Woche das Spiel. Macht euch kein Problem. Macht euch kein Problem.